Und uns erreicht aus Spanien endlich mal eine gute Nachricht. 3 Tage nach der Flutkatastrophe haben Rettungskräfte in der schwer getroffenen Region Valencia eine Frau lebend aus einem Auto geborgen. Währenddessen steigt die Zahl der Todesopfer aber leider weiter auf mindestens 213. Und das dürfte auch noch nicht das Ende sein. Frau Klinzing berichtet. Mit Spürhunden wird in Spanien weiter nach Überlebenden gesucht. Hier in einem Vorort von Valencia haben die Retter kein Glück. In einem Autowrack finden sie eine weitere Leiche. Die Zahl der Toten steigt weiter an und etwa 1.900 Menschen werden immer noch vermisst. 6 Tage nach dem Unwetter schwindet jedoch die Überlebenschance. Die Feuerwehr macht sich jetzt daran, das Wasser aus Unterführungen und Tunneln zu pumpen. Die Behörden gehen davon aus, dort auf weitere Todesopfer zu stoßen. Der Zivilschutz konnte jetzt jedoch eine Frau wie durch ein Wunder retten. Heute konnten wir jemanden lebend bergen, der 3 Tage lang in einem Auto eingesperrt war. Die Überlebende steckte laut einer spanischen Zeitung in einem Tunnel fest. Bei der Rettung habe sie neben ihrer verstorbenen Schwiegertochter ausgeharrt. Die spanische Regierung hat unterdessen 10.000 weitere Soldaten und Polizisten ins Unglücksgebiet geschickt. Laut Präsident Sanchez handelt es sich um die größte Entsendung von Soldaten und Sicherheitskräften in Friedenszeiten. Außerdem sind rund 15.000 freiwillige Helfer vor Ort. Sie versuchen, die ersten Schäden zu beseitigen. Doch den Flutopfern fehlt es weiterhin an dem Nötigsten. In vielen Orten gibt es weiterhin kein fließend Wasser, auch Lebensmittel sind Mangelware. Außerdem gibt es Berichte über Plünderungen. Das kann auch dieser Kioskbesitzer bestätigen. Sie haben viel gestohlen. Ich habe hier immer einen Zigarettenbestand im Wert von 100.000 Euro. Fast alles wurde mir genommen. Und die Versicherung, die wird mir nichts zurückzahlen. Mindestens 82 Menschen wurden wegen Plünderungen festgenommen. Ihnen droht eine lange Gefängnisstrafe. Präsident Sanchez und die spanische Königsfamilie haben unterdessen angekündigt, dass sie heute ins Krisengebiet reisen wollen, um sich einen Überblick zu verschaffen.